Alexander, hallo, das ist der große Spieleset auf dem Land-Test von Haber und auch den großen Spieleset im Zoo, auch von Haber-Test für euch. Ich mache beide zusammen, weil ich erstmal beide habe. Einmal den Zoo halt hier und einmal auf dem. Ich habe jetzt nicht wirklich alle Figuren da drin. Mir ist nur aufgefallen, dass das schon seit Ewigkeiten hier auch, das ist jetzt gekauft von mir, nicht ausgeliehen, noch nicht geschenkt oder sonst irgendetwas. Das ist wirklich toll. Also es ist egal, also das könnt ihr wirklich von anderthalb, passt gut, von anderthalb bis fünf, ungefähr könnt ihr es halt holen, weil die Figuren immer noch super schön sind. Das ist echt schön gemacht. Jetzt ist es ein bisschen durchmischt, aber ich zeige euch gleich mal, fangen wir an, auf dem Land halt da drin. Das Land hat den Vorteil halt, es ist wie eine Scheune und ihr könnt es halt hier so ausklappen und dann seht ihr, ihr habt, oh, ich krieg's kaum auf die Kamera drauf, vielleicht kann ich es euch so ein bisschen halten. Das müsste eigentlich gehen. So ist besser. Ja, ich filme es mal so für euch, damit es besser ist. Genau, ihr habt halt hier auf dem Bauernhof zum Beispiel halt hier für einen Bauer da drin. Da ist ein Bauer da drin. Dann habt ihr halt hier einen Traktor da drin. Und noch viel, viel, viel mehr Figuren und noch Steine dazu und sonst was, weil ich jetzt halt hier jetzt mit Zeitgründen mal nicht rausgeholt habe. Das Tolle einfach da drin ist, es ist wirklich, ich sehe es in meiner Hand groß, ich habe normal eigentlich meine Körperlänge, eigentlich recht große Hände, aber ihr habt wirklich schöne Haber-Qualität, gut verarbeitete, griffige Holzstücke, die sich auch noch, wenn das Kind älter ist, super als Spielsachen eignen da drin. Also kann ich euch echt empfehlen, sowas zu holen, kosten auch nicht so viel, genau, ist auch einigermaßen robust, wäre vielleicht schön, weil ihr seht, es ist schon ein bisschen so eingedrückt hat, denn es wäre vielleicht schön, wenn es aus Kunststoff wäre, aber weil Papier den Vorteil, wenn es mal verdrückt ist, dann kannst du es halt da wieder pflegen. Egal. Ansonsten auch noch was Besonderes. Hier oben sind Magnete drin. Das heißt, du kannst das Ganze auch dann halt hinten halt schön schließen, halt hier oben drüber. Da kannst du es halt auch schließen. Das ist halt ein Vorteil da drin. Und an dem Griff kannst du es auch mit, wenn er nicht rausgeht, beim anderen rausgerissen da drin, egal, da kannst du es auch mal in der Hand tragen. Kann ich euch sehr empfehlen, um mit den Kids zu spielen. Hat noch viel, viel mehr als jetzt diese drei Figuren da drin, die gerade halt noch da drin waren. Packen wir wieder da rein. Genau. Jetzt zeige ich euch gerade noch das im Zoo. Das ist nämlich das hier. Das hat jetzt auch einige Sachen, wo du auch entdecken kannst. Und zwar halt hier. Und das ist super schön bunt bemalt. Das sind ganz viele Tiere drin. Ein paar habe ich halt hier noch. Genau, den Zoopfleger hast du halt hier drin. Du hast halt hier ein Zebra da drin. Und du kannst halt sehr schöne, das ist eigentlich Milch, gehört zum Bauernhof da drin. Du kannst halt sehr schöne Geschichten da drin erzählen. Oder das Kind hat was suchen lassen. Oder Fragen da drin. Also ist echt gut. Also da haben wir einige Stunden damit verbracht da drin, mit diesen zwei Spiele-Sets von Haber Zeit zu verbringen. Weil jedes Mal, wenn das im Großen und Ganzen... Jedes Mal, wenn du es halt im Großen und Ganzen umdrehst, findest du irgendetwas Neues, was du entdecken kannst. Da ist dann mal ein Ballon drin oder sind mal Augen drin oder du kannst richtig so schöne viele Geschichten. Also es ist super schön gemalt. Kann ich euch echt wirklich sehr empfehlen. Ihr könnt beide holen, ihr könnt nur eins holen. Genau, wenn ihr anfangt, vielleicht fangt mit dem Bauernhof hier an. Einfach so persönliche Einschätzung da drin und probiert es einfach mal aus, wie es ist. Ihr könnt es auch wunderbar mit anderen Holzspielsachen kombinieren da drin. Also passt toll. Also sehr schön oft genutzt, viel genutzt. Genau. Das ist alles. Ciao, ciao und bye.